Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Mehr Einsatzkräfte für Katastrophengebiet in Spanien. Die Regierung kündigte an, weitere 500 Soldaten als Helfer in die Region um Valencia zu entsenden. Vielen Betroffenen fehlen Lebensmittel, Wasser und Strom. Unterdessen geht die Suche nach Vermissten weiter. Bislang gehen die Behörden von mindestens 158 Toten aus. Selbstbestimmungsgesetz zur Änderung des Geschlechtseintrags tritt in Kraft. Trans-, intergeschlechtliche und nicht-binäre Personen können so von heute an nach vorheriger Anmeldung ihr Geschlecht und den Vornamen durch eine einfache Erklärung beim Standesamt ändern lassen. Die Ampelkoalition hatte das Gesetz, begleitet von vielen Diskussionen, durchgesetzt. Noch kein Kompromiss bei UN-Artenschutzkonferenz in Kolumbien. Das Treffen soll eigentlich heute enden. Verhandelt wird etwa über finanzielle Unterstützung, damit ärmere Länder Maßnahmen für den Artenschutz umsetzen können. Bundesumweltministerin Lemke forderte im Morgenmagazin von ARD und ZDF mehr Engagement. Die Welt säge an dem Ast, auf dem sie selbst sitze. US-Präsidentschaftskandidat Trump verklagt Fernsehsender CBS auf 10 Milliarden Dollar Schadensersatz. Er wirft CBS vor, ein Interview mit seiner Kontrahentin Harris zugunsten der Demokratin manipuliert zu haben. So seien unvorteilhafte Antworten von Harris nur stark gekürzt veröffentlicht worden. Die Erfolgsaussichten gelten unter Juristen als gering. Katholische Christen in aller Welt feiern Allerheiligen. Viele besuchen Gottesdienste, gedenken der Verstorbenen und gehen auf den Friedhof. Schon seit dem 9. Jahrhundert wird Allerheiligen in der römisch-katholischen Kirche am 1. November gefeiert. In Deutschland ist es in 5 Bundesländern ein gesetzlicher Feiertag. Das Wetter. Heute im Norden meist dichte Wolken, aber nur wenig Regen. Vielfach Nebel oder Hochnebel. Vor allem im Süden zum Teil sonnig. Höchstwerte 10 bis 18 Grad.